Hi, hier ist wieder Kim aus dem kuriosen Keller des Aqua zu Lübbecke Museums. In der heutigen Folge geht es um diese seltsamen Gebilde hier, die ihr vielleicht schon mal im Urlaub am Strand gefunden habt. Bei diesen Kugeln handelt es sich um die leeren Schalen von Seeigeln, von denen ich euch hier mal einige verschiedene mitgebracht habe. Diese wirbellosen Tiere kommen in allen Meeren vor. Insgesamt gibt es 950 verschiedene Arten und sie können zwischen 15 und 200 Jahre alt werden. Man unterscheidet zwischen sogenannten regulären und irregulären Seeigeln. Reguläre Seeigel, wie diese hier, sind symmetrisch aufgebaut und haben kräftige Stacheln, die zur Abwehr dienen. Irreguläre Seeigel, wie diese hier, sind bilateralsymmetrisch und haben eher so borstenförmige Stacheln. Im Übrigen verlieren Seeigel, wenn sie sterben, ihre Stacheln. Deswegen sehen manche von ihnen einfach wie glatte Kugeln aus. Allen Seeigeln gemein ist ein Kalkskelett, welches oft als Gehäuse oder Schale bezeichnet wird. Allerdings liegt es unter der obersten Hautschicht und heißt deshalb eigentlich Kalkinnenskelett. Bei Steckengehäusen oder Klappen von Muscheln ist das anders, da liegt es über der Haut. Die Stacheln sind aus Kalzit. Sie sitzen auf solchen Gelenkhöckern und sind durch Muskeln in alle Richtungen beweglich. Die Ausbildung der Stacheln, ihre Form und Funktion sind von Art zu Art verschieden. Sie dienen zur Abwehr von Feinden und können bei einigen Arten sogar Gift abgeben. Manche Seeigel bohren sich mit ihren Stacheln auch in harte Untergründe, Korallenriffe oder Felsen. Manche holen mit ihnen auch Nahrung heran oder bewegen sich auf weichem Untergrund mit ihnen fort. Hier könnt ihr übrigens die sogenannten Pedicellarien sehen. Das sind kleine, zangenförmige Anhänge, die durch die Evolution aus Stacheln hervorgegangen sind. Mit ihnen reinigen sich die Seeigel und entfernen Parasiten. Manche Seeigel nehmen auch Steinchen oder Algen vom Boden auf und schmücken sich damit, um besser getarnt zu sein. Interessant ist auch der Mundapparat, mit dem sie Seetang oder Aas zu sich nehmen. Wir haben hier mal für euch so einen Seeigel umgedreht, damit ihr mal hier die Zähnchen sehen könnt. Das hier ist die Laterne des Aristoteles, das ist der innere Kieferapparat. Der heißt so, weil Aristoteles ihn erstmals beschrieben hat. Er besteht aus 40 Skelettplatten mit 5 Zähnen, die beweglich miteinander verbunden sind. Wie ihr hier sehen könnt, ist er achsensymmetrisch aufgebaut mit einer 5-zähligen Symmetrieachse. Mit dem Zahnapparat können Seeigel Oberflächen abschaben oder Nahrung zerkleinern. Jetzt zeige ich euch noch das sogenannte Ambulakralsystem. Der Seeigel ist nämlich von innen in schlauchförmige, mit Flüssigkeit gefüllte Räume gegliedert, was man als Ambulakralsystem bezeichnet. Hier sieht man übrigens die Ambulakralfüßchen. Die gibt es bei allen Seeigeln und allen Seesternen. Es sind dünne, schlauchförmige Fortsätze. Diese enden meist in einer kleinen Saugscheibe aus Haut und sie werden häufig zur Fortbewegung genutzt, sowie zur Befestigung am Boden oder zum Transport von Nahrung zum Mund. Seeigel gibt es übrigens schon verdammt lang, schon seit rund 480 Millionen Jahren. Deswegen findet man sie auch oft als versteinerte Fossilien, sogar hier in Deutschland. Die sehen dann etwa so aus wie diese hier. So, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Und wenn ihr mal lebende Seeigel sehen wollt, dann schaut doch mal im Aquazoo vorbei. Bis zum nächsten Mal.